Wenn du gerne wissen möchtest, wie man sich ein Girokonto aktiviert bei Trade Republic, dann bist du genau hier richtig in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das geht. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Zuallererst kannst du nur ein Depot eröffnen oder ein Girokonto, indem du die App heruntergeladen hast auf deinem iPhone bzw. auf dein Android. In diesem Fall gehe ich in meinen App Store rein, gehe hier auf Trade Republic oder such das Ganze. Ich habe es gerade eben heruntergeladen, das siehst du hier. Und dann öffne ich das Ganze. Dann wirst du weitergeleitet und dann steht hier da, einloggen oder registrieren. Investieren, zahlen, sparen, swipen weiter. 3,75% Zinsen auf dein Cash. Also du kriegst immer Geld drauf, was sehr, sehr gut ist und sehr, sehr lukrativ. Und dazu eben kannst du bezahlen und 1% zurückbekommen über diese Trade Republic Karte, was auch sehr, sehr edel aussieht. Das heißt, ich registriere mich, klicke einmal auf Registrieren, gebe meine Nummer an, drücke auf Weiter und dann bekomme ich eine SMS. Dann gibt es eben hier die vier Nummern. Ich klicke da einfach Weiter. Natürlich wohne ich in Deutschland und dann muss ich einen PIN festlegen. Da mache ich das mal ganz schnell. Mache ich hier einfach so mein PIN. Dann muss ich das Ganze nochmal bestätigen. Ob es dann eben meine Face ID verwenden möchte, ich erlaube das Ganze und dann siehst du auch hier sofort, was du als nächstes machst, und zwar erstelle dein Konto, mache Angaben zu deiner Person, verifiziere deine Identität, erhalte vollen Zugang zur App. Wir gehen auf Erstellen, dann muss ich eben hier meinen Namen eingeben, ich gebe einen Max Mustermann, Geburtsdatum, zum Beispiel der 14.05.1995, dann gehe ich auf Weiter. E-Mail-Adresse gebe ich einfach ein, maxmustermann@web.de, auf Weiter. Und dann eben, wie lautet deine aktuelle Meldeadresse? Da gebe ich zum Beispiel jetzt hier meine Adresse ein. Sagen wir mal, ich gebe ein St. Petersburger Straße in Dresden. Hausnummer ist die 5 oder die 2, ist egal. Wo bist du geboren? Geboren kann ich hinschreiben in Hoyerswerda. Dann drücken wir auf Weiter. Welche Staatsangehörigkeit bist du? Natürlich Deutsch. Steuerwohnsitz. Bist du steuerpflichtig? Dann einfach Weiter. Dann hast du einen Einladungscode bekommen über deinen Code zum Beispiel von deinem Freund, was ich dir auch ebenfalls empfehle. Da habe ich nämlich einen. Der erste Link in der Videobeschreibung findest du den Einladecode. Da kriegst du nämlich nochmal eine Vergünstigung beziehungsweise kriegst du sogar eine Aktie geschenkt von Trade Republic, was mega cool ist. Also bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran. Da kriegst du nämlich alle weiteren Informationen. Dann klick mal auf Weiter. Dann gehe ich ihm, hast du schon mal einmal in Aktien investiert? Da gehe ich zum Beispiel auf nie. Wie sieht es mit ETFs aus? Habe ich auch noch nie. Und Derivate auch noch nie. Und dann kannst du eben jetzt auf Weiter klicken, erhalte vollen Zugang zur App, da gehe ich auf Weiter. Der nächste Schritt ist dann eben die Überprüfung deiner Identität, das heißt ein unbeschädigtes offizielles Ausweisdokument, sorge für ausreichendes Licht, scanne deinen Ausweis und nimm ein Selfie auf. Das Ganze natürlich mit den AGBs, kannst du mal akzeptieren und so weiter und dann überprüfen lassen. Und sobald du die ganzen Schritte gemacht hast, was ich dir gerade gezeigt habe, hast du dann nun dich eingeloggt in deinem Trade Republic Girokonto, dann aktivierst du das Ganze und das zeige ich dir jetzt. Dann siehst du hier die Hauptseite ganz normal mit deinem Gesamtvermögen und so weiter, deine Konto, also das heißt deine IBAN-Nummer, BIC, Depot, alles sehr, sehr wichtig natürlich. Und da können wir einmal hier runter scrollen und dann siehst du hier mein Portfolio, wie viel Geld ich eben hier draufgeladen habe. Dann siehst du ganz normal ein cooles Diagramm zu einem Jahr, zu einem Tag, eine Woche, einen Monat. Ich habe das jetzt auf ein Jahr. Da kannst du dir hier deine Investments anschauen. Das heißt, die Aktien, ETFs, auch Krypto zum Beispiel kannst du machen, was mega cool ist. Und dann siehst du eben so viele Funktionen, die man hier machen kann. Du kannst schauen, wie viel Cash ich hier insgesamt drin habe. Und hier kannst du natürlich auch auf Überweisen klicken. Das heißt, du kannst hier was einzahlen. Du kannst auch was senden an jemanden. Also so einfach und so simpel funktioniert das Ganze. So kannst du Trade Republic deinen Girokonto aktivieren bzw. ein Konto richtig eröffnen und einrichten. Und wie gesagt, mit dem Code, was unterhalb des Videos hier, der erste Link dazu, da kriegst du auch nochmal eine mega Vergünstigung bzw. kriegst du sogar eine Aktie geschenkt, was auch richtig gut ist, zum Beispiel von Apple oder Tesla, ne? Und die kannst du eben langfristig auch beibehalten und somit kannst du immer schön dein Geld anlegen und sparen. Wie gesagt, das ist hier keine Anlageberatung oder sonst was, sondern einfach nur Empfehlung,
die ich auch selber sozusagen verwende. Und dazu kannst du auch noch anschließend deine Trade Republic Karte, Silbercard, dann bestellen. Das zeige ich dir hier in der Endcard bei diesem Video. Schau es dir auf alle Fälle an und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.